Aragon, Juluinja, Dylan, Celery. Kommentare, Kommentier-Show. Das war Elbisch. Ziemlich schlechtes Elbisch. Mach's besser. Kann ich nicht. Ja, was machen wir hier eigentlich? Ach ja, ihr habt wieder unfassbar viele Kommentare geschrieben zu unserer Mainstream-Dubstep bzw. Alex-Claire-Parodie. Dieser Mainstream-Dubstep geht mir auf die Eier. Boah, ey, Dubstep ist doch edel. Ohne ja. Dubstep würde ich nicht mehr wollen. Jungs, ihr seid genial. Lachflash. Was würde sie nicht mehr wollen? Ja, also ganz ehrlich, wir sind Dubstep gegenüber ja gar nicht so abgeneigt. Wir haben das auch schon mal gesagt, wir parodieren meistens Sachen, die uns selber auch so ein bisschen gefallen. Obwohl das ja wirklich Mainstream-Dubstep ist, habe ich ja von einigen Dubstep-Hörern gehört. Ja, ich finde, also was ich wirklich nicht so cool finde, ist, dass man jetzt alles irgendwie mit Dubstep mischt. Also das ja. ist eigentlich so ja. ausschlaggebend. Jetzt O's, oh, dieses Pseudo-Ernst. Ich stimme dir nur zu. Mhm. O's, offensichtlich geil. Unzauberhaft. Wann gibt es endlich das Milch von Titte-Shirts? Ja, wir haben es jetzt schon mal gefragt und niemand hat sich gemeldet. Also ja. Ich habe fast nichts gelesen. Wollt ihr Milch von Titte-Shirts? Schreibt es in die Kommentare. Bilolo. Matthias. Wer ist das? Mein allerliebster TC. Toll, humorvoll, immer atemberaubend, süß. Was ich nicht verstehe, ihr habt da so viele geile Weiber. Okay, muss man anders lesen. Was ich nicht verstehe, ihr habt so viele geile Weiber, also die ist betroffen immer, die Frau. Warum? Ich bin die geilste. Phil, hübsch, oh, danke. Intelligent, ja. Lustig, ha. Liebenswerter, oh, ja. immer Das ist wie schon... Pimmel. Du bist immer das Pimmel. Wieder, ja. Aber ja. sehr kreativ. Dürfen wir das eigentlich hier verraten, dass Nina eigentlich unser Account ist? Dein Account, Philipp. Philipp. Sorry, Mann. Damit ich nicht so viele Anfragen bekomme, heiße ich Nina eigentlich. Warum trinkt Ojimmy Alkohol? Also in Wirklichkeit tue ich das ja eigentlich. Also in der Milchverpackung ist das ja versteckt. Der lässt dann die Milch irgendwie 3 Monate lang stehen und ist dann echt alkoholisiert. Ja, er ist auch in den Milchtopf gefallen, als er klein war, ne? Also ich muss schon sagen, deine maskulinen Züge gefallen mir irgendwie. Wollen wir ausgehen? Keine Zeit. Wieso denn? Was hast du vor? Heute kommt das neue Waititi-Video raus und ich will die Erste sein, die es anschaut. Ich will aber auch der Erste sein. Dann haben wir ein Problem. Das sehe ich anders. Moment, du musst entsichern, ich zeig's dir mal. Echt coole Kameraführung, wenn Phil so durch die Stadt läuft. Kommt episch! Was halt echt mega lustig war, ja. Der Kameramann, als er das gefilmt hat, wurde von jemandem geführt, damit er nirgendwo dagegen läuft. Aber läuft gegen so einen riesen Stein, was war das? Ich glaube, das ist so eine Säule. Ja, ja. Und ich habe noch so im letzten Moment, so wollte ich noch was sagen, aber dann dachte ich mir auch so, naja, wäre wär doch auch lustig. Vielleicht ein ganz kurzer Ausschnitt, dass ihr merkt, dass er wirklich dagegen gelaufen ist. Oh! Und jetzt die Zeitlupe! Loving you. Und oh my God, Phil ist so Zucker. Wenn er mich so anlächeln würde, würde ich schmelzen. Er ist so toll. Sein Aussehen, seine Art, seine Ideen, wie er singt, seine Haare. Ist auch noch ein Fake-Account? Das solltest du doch nicht verraten. Ich hab doch vorhin gesagt, hey, loving you, vielen Dank. Aber jetzt schneiden wir raus. Ich hab doch vorhin gesagt, dass wir damit so ein bisschen mehr so tun wollen, als wäre ich cool. Was schreit TC am Schluss? Ja, lass uns da nochmal kurz reingucken. Yes, oh my gosh! Er hat eindeutig yes, oh my gosh geschrieben. So ein Scheiß, hab ich nicht. Guck nochmal rein. Ich spiele immer die Frau! Hey, White Titty, habt ihr fette Finger? Ey, das hört sich an wie so ein Song, oder nicht? Fette Finger, fette Finger. Finger, fette. Nee, wenn dann eher sowas von Rammstein. Fette Finger. Du-dum, dum, dum. Du-dum, fette Finger. Fette Finger. Jungs, das klingt eher wie was Türkisches. Fette, fette Finger. Stimmt, das hört sich so an. Ja, stimmt, das ist türkisch. Die Tauben sind die wahren Stars des Videos. OG. TC und Phil waren auch ganz okay. Ja, die haben auch extra gecastet, ne? Ich finde das auch so. Die haben so geile Dance-Moves drauf. Ich habe geträumt, dass ich White Titty im Urlaub getroffen habe und wir zusammen eine richtig geile Songparodie geschrieben haben. Was?
Da hätte jetzt so viel Schönes kommen können und dann kommt sowas. Wir werden reduziert auf Songparodien. Wir sind mehr als das. Wir haben Gefühle. Und einen Pimmel. Heino777 fragt, wie oft putzt ihr euch die Zähne am Tag? Zweimal? Dreimal? Nie. Ja, das war's schon wieder mit der Kommentare-Kommentiershow. Wir sehen uns am Freitag mit einem sehr experimentellen Projekt-Video, was noch nie da gewesen ist. Jetzt will ich die Erwartungen aber nicht zu hoch schauen. Oder im Mittwoch bei der nächsten Kommentare-Kommentiershow kommt wieder.